Wir sind Silvio und Lea und zusammen sind wir die letzten 3 Jahre in unserem alten Mercedes um die Welt gereist. Nach fast 70.000 Kilometern haben wir gespürt, dass es Zeit ist für eine Veränderung. Wir wollten das Reisen nicht aufgeben, nur die Art der Fortbewegung ändern. Nun haben wir den Asphalt gegen Wasser getauscht. Wir sind auf ein Boot gezogen und haben es aus dem Winterschlaf geweckt. Jetzt sind wir auf dem Weg von Frankreich nach Deutschland, weil an der Ostsee Mast und Segel auf uns warten. Hallo! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wenn ich mich selbst so im Bildschirm sehe, habe ich das Gefühl, wir wären schon in der Karibik, oder? Nicht ganz. Nicht ganz, nee. Wir haben heute wieder 10 Schleusen auf dem Vogese-Kanal gemacht. Langsam kommen wir so ein bisschen in den Groove. 10 Kilometer, 10 Schleusen. 3 kurz Stunden vor der nächsten größeren Stadt. Genau. Worauf wir uns jetzt auch echt mal freuen. Wir standen jetzt ganz schön weit außerhalb, im Nirgendwo, in ganz vielen kleinen Dörfern. Und irgendwie sehen wir uns gerade so ein bisschen danach, mal wieder mehr Einkaufsmöglichkeiten zu haben. Silvio will mal wieder skaten gehen. Genau. Für diejenigen, ihr habt also öfter in den Kommentaren ja geschrieben, ihr würdet lieber, also gerne genauer wissen, wo wir sind. Wir sind jetzt, wie weit von 30 Kilometer vor Epinal. Ja, das Wetter ist super. Wir werden das Boot gleich noch mal ein Stückchen bewegen, weil ich weiß nicht, ob ihr es hinter uns seht, aber hier ist so ein riesiger, wie nennt man das? So ein Cruiser, so ein Luxus-Cruiser. Hotelschiff. Hotelschiff, genau. Mit dem Whirlpool oben drauf und ja, gerade schon mit dem Skipper gesprochen, super netter Kerl. Die fahren gleich weg und da haben wir dann ein bisschen mehr Schatten, was glaube ich auch ganz nett ist für die Hunde. Wir sind jetzt nochmal dahin umgezogen, wo das Hotelschiff war, weil das einfach nochmal ein bisschen weiter weg ist von der Straße und irgendwie auch netter. Vor allem aber, weil das Wasser hier tiefer ist. Genau, und weil das Wasser hier tiefer ist. Ja. Zweimal rumgelegt hast, bleibt jetzt eine starr und das andere nicht so richtig. Also das kann sich jetzt nicht mehr ausgleichen. Okay. Deswegen immer nur einmal. Ich alter Könner. Besser, ne? Das Hotelschiff hat nämlich gesagt, die hatten 1,50 Meter Tiefgang und der saß vorne auf. Das war ja riesig, das Ding, ne? Und wir haben 1,35 und so haben wir jetzt ein gutes Stück noch unter uns. Ja. Außerdem, wir als Anfänger, für uns natürlich einfacher, wenn wir mit unserem Hintern hier direkt in den tiefen Kanal wieder rein können, morgen und raus, anstatt vorne noch in der Engstelle morgen drehen zu müssen, falls noch jemand kommt. Ja, ist doch gut. Euch gefällt sie auch, ne? Aber ist das auf dem Desktop, das Video? Ja, das ist auf dem Desktop, ne? Ich müsste auch noch eine Rechnung schreiben. Und plötzlich ist schon wieder Zeit für Abendessen, ne? Oder sind wir einfach nur hungrig? Ja, irgendwie sind wir heute zwar relativ lange gefahren, aber weil wir immer so früh starten, sind wir dann halt trotzdem so gegen 2, 3 Uhr am Platz. Und irgendwie haben wir dann halt noch so den restlichen Tag für uns. Was heute aber gut war, weil wir mussten ein paar Sachen am Laptop machen, ne? Genau. Beide Sport gemacht. Genau. Und jetzt, ja, jetzt wird langsam Abend. Wir essen jetzt noch was und... Heute gibt es keine Wraps. Heute gibt es Tomatensoße, ne? Ganz klassisch Nudeln. Es wechselt immer so zwischen beidem ab irgendwie, ne? Ja, ich sage unsere 5. Also wenn wir mal ein Kochbuch rausbringen, ist es das kürzeste der Welt mit 5 Gerichten. Dafür sind die sehr einfach und irgendwie werden die uns auch nie langweilig, ne? Nee. Während ich koche, guckt die Silvio unsere alten Videos an, ne? Ich finde es total witzig, weil ich mache jetzt gerade unsere Karten leer. Wie ihr euch vorstellen könnt, wir filmen und andauernd sind die Karten voll. Da muss ich es immer rüberziehen. Jetzt habe ich gerade schon in ein Irak-Video reingeschaut. Das ist so, ich gucke das. Also dazu muss man sagen, manche Videos gucke ich selbst gar nicht. Lea macht die fertig und dann kommt die online. Und jetzt gucke ich gerade so rein und denke mir, das kommt, obwohl ich sehe, dass wir das sind und das ja weiß, es kommt mir so unwirklich vor, oder? Also unglaublich. Einfach ja. So wahnsinnig lang her, ne? Ja, obwohl es gar nicht so lang her ist. Ja. Aber ja.
Manchmal ist es witzig, wenn man in die alten Videos reinschaut. Vor allem, ja, hatten wir schon oft in die allerersten. Jo. Jetzt bin ich gerade in der Türkei, als wir Milli gefunden haben. Jetzt! Good girl. Das sieht aber gut aus. Das ist ja die Spezialität des Hauses, oder? Ganz kompliziert vielleicht. Na, ey. Genau da ist es wichtig, dass man es richtig macht. Bei den Dingen, die einfach scheinen. Und es ist auch wichtig, dass ich mehr Soße und Nudeln habe als du. Wo setzen wir uns denn hin? Auf die, den Gang. Aua! Du hast ein Haar von mir am Teller. Wir haben uns heute mal dazu entschieden, schön hier draußen zu essen. Wir neigen nämlich schon wieder wie im Bus dazu, Dinge einfach drinnen zu machen, aber es ist ja einfach wunderschön hier. Dann sollte man das auch genießen. Ja. Sehr lecker. Später. Zwischen Schleuse 8 und 9. Aber die sind hier irgendwie nicht eingetragen, das ist ein bisschen strange. So, das sieht schon mal gut aus. Das ist schon mal ein guter Anfang, oder? So, guten Morgen erstmal. Ich glaube, wir sind startklar, oder? Ja. Auf los geht's los. Es ist eine Menge Arbeit, mit so einem Boot unterwegs zu sein. Dessen waren wir uns bewusst. Worüber wir uns nicht wirklich bewusst waren, wie langsam man mit so einem Boot unterwegs ist. In euren Kommentaren kommt immer wieder das Wort entschleunigen. Ihr habt recht, es ist total entschleunigend. Aber brauchen wir solch eine Entschleunigung? Ist es das Richtige für uns? Wer länger zuschaut, weiß, dass wir nicht einfach so aufgeben. Einer der Gründe, warum wir das hier mit euch teilen, ist, dass uns neulich ein Freund gefragt hat, ob wir das Leben überhaupt noch zu schätzen wissen. Weil wir von einem in das nächste Abenteuer springen und das seit Jahren. Nach außen wirkt es, glaube ich, oft so, als wäre das alles keine Arbeit und als würde uns alles zugeflogen kommen. Die Realität ist, dass wir unser Leben lieben. Dazu gehören aber neben sehr vielen Höhen eben auch Tiefen, wie wir sie die letzte Woche erlebt haben. Boah, wir stehen jetzt hier an der Schleuse und sind gerade fast gegen die Wand gefahren, weil der Pieper hat einfach nicht ausgelöst und ja, es ist einfach nichts passiert. Wir sind einfach mal weitergefahren oder weitergetrieben worden und immer weiter. Dann haben wir bei der VNF angerufen, hier diese Gesellschaft, die für die Kanäle zuständig ist. Und die haben uns dann die ganze Zeit an so ein automatisches Tonband weitergeleitet, was wir einfach nicht verstanden haben, was sie uns sagen wollen. Ja, und jetzt ist Silvio, also wir haben uns jetzt hier gerade so provisorisch festgemacht an der Leitplanke. Und Silvio hat jetzt den roten Strang in der Schleuse gezogen. Dann müsste ja jemand kommen und wir sind gerade echt genervt, also unglaublich. Es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, immer irgendwas. Das
war gerade echt ein ganz schöner Schock, oder? Ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie doofes Timing von uns war. Keine Ahnung, also wir hatten das auch bisher noch nicht, ne? Dass die halt einfach, da hat man den Pieper ja, dass die gar nicht reagiert hat, dann waren wir auf einmal vorbei und dann, ja, keine Ahnung. Aber, cool, dass die dann, ich hab dann einfach das rote Ding gezogen, cool, dass sie so schnell kam, oder? Ja, voll. Schön, war 10 Minuten gewartet, der Mann wieder mega nett. Und jetzt sind wir wieder unterwegs. Jetzt sind wir wieder unterwegs und ich glaube tatsächlich, der fährt jetzt sogar, bonjour. Ich glaube, der fährt jetzt sogar vor und checkt die Schleusen für uns. Weil der ist ja die Radstrecke hier entlang und die vorhin öfter auf die Ort fahren und der ist jetzt gerade schon wieder vorgefahren zur nächsten Schleuse für uns. Ich glaube, wir haben es die Tage zu viel gelobt, oder? Ja, es lief zu gut. Mit den Schleusen, ne? Jetzt schon wieder, wir drücken auf den Knopf an dem Sensor. Passiert gar nichts. Die Schleuse sieht aber eigentlich, alles sieht in Ordnung aus. Jo, das Einzige, was uns wieder übrig bleibt, ist in viel zu niedrigem Wasser irgendwie an Land zu fahren und den Notfallknopf da zu drücken, weil dann kommt ja jemand. Alter, ich versteh's nicht, oder? Weil der Pieper, der funktioniert ja. Wir drücken und der hat ein blaues Licht, aber da kommt nichts an. Hm. Heute ist der Wurm drin. Heute ist der Wurm drin. Wir sind angekommen für heute. Das war mal eine Fahrt. Ja, echt. Also wie viel von 11 Schleusen gingen 3 oder 4 gar nicht. Einmal haben wir uns festgefahren. Ja. Aber man muss sagen, die Leute kommen auf jeden Fall immer super schnell, wenn man da an dem roten Ding zieht. Also, wir hatten echt an drei von 11 Schleusen Probleme und mussten uns dann an der Seite festmachen. Sind fast in eine Schleusenwand reingefahren, mussten uns noch so kurz davor irgendwie so wegdrücken. War auf jeden Fall ziemlich aufregend heute. Ja, auf jeden Fall auch so ein bisschen Aufmerksamkeit. Ne? Normalerweise, wir drücken, es geht auf, wir haben gedrückt, ist nichts passiert, aber dann waren wir schon zu schnell. Wir waren zwar super langsam, aber ja. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt diesen wunderschönen Spot, den wir fast verpasst hätten, weil wir uns verguckt haben auf der Karte. Super schön mitten in der Natur, Bäume um uns rum. Hier gibt es sogar so ein, ja, was, so eine Vorrichtung für einen. Hier kann man grillen. Grill? Ja, richtig cool. Naja, wir kommen jetzt erstmal an und genießen. Die Sonne sind schon wieder 30 Grad. Richtig cool. Und ich glaube, den beiden gefällt es dir auch, hä? Auf jeden Fall. Oh Gott. Ja. Sammy? Komm mal her, du kleine Maus. Oh Gott. Oh, oh Gott. Ich glaube, ich bin der Fisch im Wasser. Oh. Isi, was machst du denn da in der Höhle? Was machst du da in der Höhle? Und weiter geht's. Wildes Tier, wie sich das anhört, ne? Das wird so voll, dass es nicht beißen. So schön diese Plätze auch immer sind mitten in der Natur, irgendwie haben wir da nie Empfang. Also, dann steht man zwar richtig schön irgendwo im Nirgendwo, aber kann halt leider kein Internet nutzen. Also, das hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Wolltest du nicht was sagen? Ich wollte behaupten, wir kommen auch ohne Internet klar, aber es ist halt schon ganz praktisch, wenn man mal so ein paar Sachen gucken will und googeln will und ja, auch zur Kontakt zur Außenwelt. Auch zum Kontakt zur Außenwelt, genau. Ja, wir in so einem Kanal ist doch schon ganz schön viel Natur. Und davon nehmen wir irgendwie ganz schön viel mit, habe ich das Gefühl. Deswegen musste ich jetzt mal unsere Pinne befreien, weil ich habe schon gesehen, aber auch beim Lenken gemerkt, dass wir da so voll den Schmock mit uns ziehen. Aber jetzt sieht es wieder gut aus.
Das war alles. Ja, okay. So, sonst sieht es ja auch gut aus. Das schaffe ich nicht dahin, oder? Das ist zu weit. Es gibt ja eigentlich diesen Trick mit dem Zusammenbinden und so, ne? Aber ja. Du willst jetzt hier richtig mir Mittelscheitel und dann so richtig friseurmäßig. Ja. Genau. Das ist schon immer eine riesige, eine riesen Krisensituation für mich, zum Friseur zu gehen, weil ich mag es einfach nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe da auch gar keine Sorge oder so. Man kann ja auch nicht viel falsch schneiden, aber irgendwie ist es immer eine riesen Hürde und deswegen vertraue ich der Lea da auch jetzt kein Stück mehr als dem Friseur. Nett. Au! Ja, das sollte ich ja wohl hinbekommen. Wie viel Zentimeter willst du denn machen? Wenn das hier in der Körperverletzung gleich, hast du es gefilmt und ich kann, hab Beweise. Wie viel Zentimeter? Ja, das muss schon ein gutes Stück ab, oder? So. Nee. Kurzer Friseur. Du kannst sie nicht jetzt einfach hinten abschneiden, ne? Geben. Was? Du kannst sie jetzt nicht einfach hinten abschneiden, ne? Warum? Nee, du musst die so mittel schneiden, sonst die von vorne sind da jetzt, ist doch voll der Unterschied. Lass mich doch bitte mal machen. Du kannst jetzt nicht einfach hinten abschneiden, Lea, ich sag's dir. Doch. Nein, du musst einen Mittelscheitel schauen, damit du auch richtig abschneidest. Der Mittelscheitel ist doch schon da. Ja, aber dann müssen die Haare ja... Also die Haare sind ja dann viel länger als die Haare. Du musst eigentlich so nach richtig... Die sind überhaupt nicht gleich lang, deine Haare. Ja, weil ich da eh schon... Du bist anderer Meinung? Mhm. Also die sind wirklich kreuz und quer. Ja, die sind ja auch lockig. Mal nicht zu kurz. Zeig nochmal, wie viel? Du kannst sowas halt auch gar nicht einschätzen. Weil hier vorne sind die halt zum Beispiel völlig viel kürzer, weißt du? Ja, genau, das sag ich ja. Die müssen eigentlich so nach vorne gekämmt werden. Okay. Gib mal her. Also, warte, du willst es so, ne? Ich verstehe schon, wie du das meinst. Ja, dann musst du vorne und hinten aufteilen. Ja. Ich bin auch kein Friseur. Okay. Warte, du erstmal alle aufteilen, alle kämmen, oder nicht? So, mache ich jetzt einfach. Ich mache hier ein bisschen weniger, weil die sind nicht so lang. Mach noch ein bisschen weniger. Ja, man sieht es eh nicht, weil ich mach mal, dreh mal den Bildschirm um, damit ich mich selbst sehe. Ja, wie Castaway, oder? Verschollen auf irgendeiner Insel. Perfekt, nee, ist doch gut. Sport in. Nach 10 Minuten Pause, dann komme ich auch. So, hier liegen noch Haare von dir. Die lass ich jetzt geschenkt. Andenken. Oh. Na, Semmel hat direkt gesehen, hier gibt es Nudeln, ne? Wieso kommt sie bloß nicht zu mir? Sind sie jetzt bei dir, oder was? Mhm. Und dann tippst sie einen immer so ganz leicht an. Also hast du die Long Leash? Ja, ich hole sie gerade hier vorne. Perfekt. Pass auf mit deinem Handy in der Tasche da, ne? Ja. Wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren. Obwohl die hier schon so happy im Liegen aussehen, ne? Aber ein bisschen Bewegung muss sein. Auf jeden Fall. Komm, Sebi. Was willst du mitnehmen? Selma, wir essen es gleich weiter. Komm. Komm weiter, Lisi. Komm, Lisi. Gib mir her, Maus. Wir essen es gleich, okay? Super, ich nehm's mit. Komm. Also die beiden haben auf jeden Fall jetzt doch Bock, ne?
Aber hier sieht man mal, wie krass das ist. Also wie nah die sind. Da ist eine Schleuse. Wir stehen hier in der Schleuse. Und unser Boot steht da bei der nächsten Schleuse. Das ist unter... Das ist keine 400, 500 Meter, oder? Ja, aber es ist auch so eine Schleusenkette, ne? Ja. Ist ja eher ungewöhnlich. Sonst ist es bestimmt so ein Kilometer dazwischen. Ganz anders sonst. Ja, komm, Selmi, weiter geht's. Selma. Super, Selma. Super gemacht, mein Schatz. Das war ja was, ne? Selma hat riesig Angst vor so Gittern. Aber das war jetzt ja gut, ne? Voll. Komm hier hin. Stopp. Lizzie, sit. Lizzie, sit. Good girl. Das kommt ihm mit. Das ist einfach lieb. Geh mal weg. Sammy, nimm es doch mit. Kannst du jetzt liegen lassen. Das ist Sammy. Hier rein. Sammy, hier rein. Hier rein, hopp. Kommst rein. Sammy, hopp. Die hält auf jeden Fall mit dem Piekser irgendwie fest, ne? Da sind die Kinder oben, die nehmen die Leine entgegen. Hä? Die sind jetzt außen rumgelaufen? Ja. Echt? Das ist so geil, ne? Das hat dann einfach gar nichts mehr mit dem Boot zu tun, oder? So wie bei dem mit dem Segelboot gestern, ne? Wir standen jetzt hier an dem Platz für eine Nacht. Huch! Also sind gestern Nachmittag hier angekommen. Jetzt ist ungefähr 10. Und in der gesamten Zeit ist nur ein Boot hier vorbeigekommen. Jetzt gerade, vor 2 Minuten. Ja. Was also hier ist wirklich gar nichts los. Nee, wir haben gedacht, hier ist voll viel los. Ne? Ja. Aber die machen es auch ganz lustig. Ich weiß nicht, ob wir euch schon mit den Schleusen nerven, aber wir müssen ja immer, muss ja Lea dann aus der Leiter hochklettern. Wir schleusen ja hoch, also muss Lea die Leiter hochklettern und dann muss ich ihr die Leinen angeben und so. Und die haben jetzt einfach ihre Kids mit. Und weil die Schleusen so nah beieinander sind, bleiben die Kids einfach gar nicht auf dem Boot, sondern oben. Und rennen von Schleuse zu Schleuse und nehmen halt gleich die Leinen an. Das ist irgendwie... Ich habe gesagt, das ist fast wie Betrügen, oder nicht? Praktisch ist das. Es ist schon sehr praktisch, ja. Aber witzig, so steigen die halt gar nicht aus. Und die hatten auf jeden Fall auch mal ein Segelboot, also auch Tiefgang. Ja. Haben es ja auch hierhin geschafft. Und haben auch über ihre getrockneten Sachen da hängen, ja. Wie die letzten Tage. Sammy beschwert sich. Ja, hol den Sammy. Und du sie. Nee, bitte, den tust du voll nah am Eingang. Nee, ich habe schon Kaffee gemacht. Bitte. Sammy, der Silvio möchte dich nicht holen. Geh sie holen, ich mach dir den Kaffee. Ja, genau, schütt mir die Milch drauf. Bonjour. Wie wir jetzt ja wissen, Vorbereitung ist das A und O, ne? Und dann geht's jetzt gleich auch schon los, ne? Dann geht's schon los. So. Bonjour. Es ist so nett, wie sich alle immer grüßen, ob Boot oder Fahrrad oder Fußgänger. Richtig süß. Hey,
sagen, wir gewöhnen uns immer mehr an das Fahren und hier Leben auf dem Boot, oder? Ja, ich glaube auch. Aber ich finde so krass immer noch, dass ich glaube, das dauert auch noch eine Weile, dass es halt einfach hier Fahrradfahrer die ganze Zeit überholen. Obwohl ich ja mit dem Bremer wurden wir andauernd von allen überholt. Das ist ja das langsam, der langsamste Bus von allen gefühlt. Aber nochmal in einem anderen Tempo, oder? Ja. Ich meine, unser Ziel ist heute fußläufig 5,5 Kilometer entfernt. Das könnte man schneller joggen als mit dem Boot fahren. Wir brauchen, wenn wir Glück haben, knapp unter 2 Stunden. Ja, ich glaube aber, dass das eine wichtige Sache für mich ist, in Geduld zu lernen. Ich dachte nämlich, ich wäre geduldig. Und hier wurde mir aufgezeigt, dass ich einfach mal gefühlt überhaupt nicht geduldig bin. Man lernt ja nie aus. Gut, dass wir das nicht von Anfang gefilmt haben. Ne? Das war auf jeden Fall ein bisschen Misskommunikation beim Anlegen. Also nichts Schlimmes passiert, aber irgendwie Mittelleine und die Leine und dann standen wir hier einfach nur doof rum. Wir sind angekommen! Wir sind angekommen, genau. An der Stelle würden wir das Video auch beenden, aber ich würde gerne noch zum Ende einmal sagen, dass ja, das, was ich heute oder in dieser Woche mehrfach angesprochen habe und auch diese schlechten Tage irgendwie, dass die halt einfach zu so einer Reise dazugehören und ich glaube, ohne dass man auch mal schlechte Tage hat oder dass es halt sehr anstrengend ist, lernt man auch nicht dazu. Und das ist ja einfach was ganz Neues für uns. Und für alle, die uns schon länger zuschauen, die wissen, glaube ich, dass wir nicht einfach so aufgeben. Aber dennoch, ja, möchten wir einfach davon berichten, wenn es halt mal nicht so gut läuft. Und wir danken euch fürs immer wieder fleißige Zuschauen und wünschen euch einfach mal noch einen schönen Abend. Ja? Bis nächste Woche. Tschüss.